Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zu meinem Let's Play vom Spiel Minecraft. Ja, in der letzten Folge hatte ich hier den Tunnel mal richtig schön ausgebaut, beziehungsweise erstmal alles abgerissen, was ich nicht mehr benötige, und ja, hier Decke schon mal eingezogen, hier mal die Wände neu gemacht, also hier am Anfang. Den Rest muss ich noch machen. Und halt, ich habe noch ein bisschen Eisenerz bekommen. Redstone habe ich auch eingesammelt letztens. Die Tür brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich alles nicht. Das sowieso nicht. Apropos Obsidian. ja, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen hatte, habe ich mir das Ganze mal angeschaut und gesehen, dass hier vorne links in den Gang habe ich Obsidian verloren gehabt, wo ich gestorben bin. Und ja, das ist natürlich despawned, ist weg. Aber egal, kann man nichts machen. Ja, ist halt weg. Schade. Hier hat man zumindest wieder ein bisschen Obsidian gehabt, aber ist ja egal. So, also jetzt machen wir hier die Decke noch fertig. Was machen wir hier in dem Bereich? Weil hier habe ich überall die Decke so gelassen, wie sie ist. Dann werden wir das hier auch so lassen. Genau, Boden muss da noch raus. Hier kommen noch Fensterscheiben rein, habe ich ja angekündigt. Die Wände muss ich noch fertig machen. Vielleicht könnt ihr einfach oben. Ne, machen wir anders. Wo habe ich den Stein? Hier ist er und. Ja, natürlich wieder zu wenig Stein dabei. Typisch. Spitzhacken habe ich dabei. Eisen habe ich. Ist ein bisschen was dabei. Halt. Schmeiß einfach da rein. Ja, egal. Muss eh nochmal raufgehen. Ja, schon mal ersten Fehler gemacht. Hier ist eine Tür. Oder hier ist ein Eingang. Zum Minenschacht. Hier die Decke können wir schon mal komplett fertig machen. Ups. Genau, der kann wieder weg. Und hier irgendwo war das Obsidian drin gelegen. Das ist mittlerweile schon despawned. Hier bin ich gestorben. Irgendwo da war es gelegen, aber ist ja egal, ist ja schon weg. Kann man leider nichts mehr machen. So, jetzt haben wir die Decke hier fertig. Super, so ein Block noch übrig. Echt super. Einfach dahin. Ah, der 21 noch übrig. Er wird nicht ganz reichen. Ne, reicht nicht ganz. Ja, gut. Was habe ich hier noch drin? Hier ist kein Steinzeug mehr drin, was ich brauchen könnte. Hier waren nur Spitzhacken drin. Hier Stein. Ja, leer. Super. Hilft mir sehr viel. Ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut. Fahre mit der Minecraft-Bahn nach oben. Tue mein Inventar schnell voll machen und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Hi Leute, hier bin ich wieder. So, jetzt haben wir Inventar mal ein bisschen voll gemacht und zwar mit vier Stacks von den Steinziegeln und ein bisschen polierter Granit habe ich mitgenommen und Kürbisse. Aus den Kürbissen werde ich Kürbislampen machen, denn die werde ich in der Mitte dann jeweils einsetzen, im Boden. Und die wird den Raum dann noch ein bisschen erhellen. Also ich hoffe zumindest. Und zum Beispiel kommt die hierher. Ja, die ist schön hell, würde ich sagen. Und den Granit, den polierten Granit, werde ich dann. So ausrumen setzen.
Genau, und da aus und die restliche Fläche wird der normale Stein. Quasi so. Schaut ja gar nicht schlecht aus, finde ich. Und das werde ich überall bei jedem zweiten oder bei jedem dritten Mineingang machen. Also quasi hier, dann haben wir zwei Blöcke frei oder zwei Mineingänge frei und dann wird theoretisch hier der nächste Kürbis. Ja, ich glaube, die Distanz müsste reichen. Denn hier in die Gänge sind ja auch noch Fackeln, also da wo das Ganze hier hin. Da war es keine Sorge. Und ja, jetzt muss ich hier das Ganze noch verkleiden. Hier ist noch Redstone. Okay, habe ich gar nicht gesehen gehabt. Hey, noch mehr Redstone. Juhu. Das Loch wieder zumachen. Hier auch. Hier machen wir erstmal so. Denn hier der Boden wird eh so gepflastert. Hier den Diorit. Ja, egal, den lassen wir liegen. Brauche jetzt nicht unbedingt. Müsste theoretisch aufgehen. Jawohl. Sehr schön. Das Ganze ein bisschen verkleidet und währenddessen ich auf dem Weg von unten nach oben bzw. wieder runter war, habe ich überlegt, ja, eine Minecart bauen, nach oben bauen, okay, ist zwar gut und schön, aber dann komme ich nur immer von meiner Festung da oben hier runter über den schnellsten Weg, denn hier einmal hier, hier muss ich umsteigen und ja, das ist doch nicht so gut. Deswegen habe ich gedacht, was gibt es für Alternative? Na, gedacht, ja, ganz einfach. Ich baue ein Netherportal hier. Irgendwo hier hinten mache ich dann nochmal so einen extra Raum mit einem Netherportal drin. Kleines Lager. Kleines Lager, nur klein. Und ja, über so ein Netherportal. Ups. Der schnellste Weg zu machen. Genau. Also hier die Mineingänge noch fertig machen. Hier das Obsidian, das hole ich dann später mal. Ich habe oben in der Truhe nachgeschaut, ich habe 16 oder 13, ne 16 glaube ich, was? 16 Obsidian habe ich. Und das reicht ganz leicht für ein Netherportal. Muss ja nicht der XXL großes Plan sein, einfach die normale Standardgröße. Was ist hier? Ach, hier ist auch noch Lava. Hier meine ganzen Lava-Eimer alle gefüllt. Kann man mal reinschauen. Hier ist fast nichts mehr übrig. Also das Lava, es ging hier bis hier rauf. Das waren schon ein paar Eimerchen. Ups. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, in letzter Zeit werden immer öfters meine Videos disliked. Aber nichts dagegen, wenn jemand meint, das Video ist schlecht und dann disliked. Aber dann soll er bitte, bitte, bitte dazu schreiben in die Kommentare. Wieso er es disliked? Warum? Oder ich kann ja in YouTube Analytics kann ich ja nachschauen, wie lange welches Video angeschaut wurde. Und ja, zum Teil die Videos werden, nachdem es veröffentlicht wurden, werden, weiß nicht, 10 oder 15 Sekunden lang angeschaut und dann bekommt das Video ein Dislike. Ganz ehrlich, 10, 15 Sekunden, ne? So lange dauert das Intro. Also 10 Sekunden dauert das Intro und dann geht es weiter, wenn ich sage, hi Leute, herzlich willkommen zum Let's Play vom Spiel sowieso. Und ja, aber trotzdem,
Verstehe es nicht, warum muss man ein Video disliken, wenn man nicht mal das komplette Video angeschaut hat oder nicht mal eine Minute, sondern ja, ich weiß, ich verstehe es nicht. Deswegen bitte ich alle, die wo die Videos anschauen, bitte gibt es eine Bewertung ab. Wenn es geht, eine positive. Aber ich will da jetzt keinen dazu zwingen, dass er eine positive Bewertung abgibt. Wenn ihr meint, das Video ist schlecht, dann soll er bitte zuschreiben, warum. Denn nur eine Bewertung abgeben und dann, okay, ist gut, das zählt nicht. Denn das nimmt mich doch ganz schön mit, wenn ich sehe, dass manche Videos haben drei Aufrufe und von den drei Aufrufen, da gibt es fünf Dislikes. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber anscheinend geht das. Wahrscheinlich wird der Aufruf erst gezählt, wenn man das Video, weiß nicht, ne, weiß nicht, 10 Sekunden anschaut oder so, keine Ahnung. Aber gleich eine Bewertung abgeben, nach 10 Sekunden oder so, das ist echt feige. Sowas mache ich auch nicht. Wenn ich jetzt irgendwie von Concrafter Video anschaue, von Let's Play Minecraft oder wenn er irgendwie ein Command wieder vorstellt und er ja, benimmt sich ein bisschen daneben oder so, dann schreibe ich es auch in die Kommentare. Hey, du Concrafter, das Video finde ich jetzt nicht besonders gut, weil du benimmst dich wie ein Kind oder sowas, schreibe ich dann dazu. Da war das nur ein Beispiel. Oder versetzt euch mal in meine Situation. Ihr macht ein Video oder ihr nehmt ein Video auf, so wie ich jetzt hier. Müsst ihr schneiden, müsst nochmal nachbearbeiten, weil irgendwas mit dem Ton nicht ganz gestimmt hat, oder ein paar Sequenzen rausschneiden oder Übergänge dazu machen oder besonders bei Timelapse-Aufnahmen, muss erstmal das ganze Video zusammenstauchen, dass es den Timelapse-Effekt überhaupt gibt. Und Scheiße, jetzt habe ich es überall falsch gemacht. Nein. Ich wollte reden. Ich wollte die Blöcke einsetzen. Okay, dann nochmal. Genau, bei Timelapse-Aufnahmen wollte ich sagen. Das ist ja besonders schlimm. Also nicht schlimm, sondern man macht das Video schneiden ja Spaß, aber es hat ja enormer Zeitaufwand, was ich da betreibe. Ja, erstmal Musik raussuchen, die wo copyright-free ist oder wo es keine Lizenz, wo man keine Lizenz dazu benötigt und. Ja, dann eine Videobeschreibung ändern, weil ich dementsprechend andere Musik eingefügt habe. Oder weil ich eine Musik eingefügt habe, muss ich das ja verlinken, wo ich die Musik her habe und von wem die Musik ist. Und ja, das alles Mords Zeitaufwand für ein 20-Minuten-Video. So im Schnitt. Ja, im Schnitt sind es ja 20 Minuten, die Videos. Ab und zu mal ein bisschen länger, ab und zu mal ein bisschen kürzer. Seht ihr ja selbst immer. Ja, das ist ein Zeitaufwand. Erstmal 20 Minuten muss ich das Video aufnehmen. Ups. Dann muss ich das Video schneiden. Das dauert dann auch nochmal, sagen wir auch nochmal 20 Minuten. Dann das Video rendern. Das macht das Programm automatisch. Dabei kann ich irgendwas essen oder so. Okay, die Zeit zählt jetzt nicht. Dann muss ich auf Facebook den Post vorbereiten, der wo dann automatisch veröffentlicht wird. So, da hat er auch nochmal 2-3 Minuten. Ja, genau, die Videobeschreibung muss ich ändern. Na, 20 Minuten, 20 Minuten, 2 Minuten. Und sagen wir, sind wir bei einer halben Stunde reine Arbeitszeit von so einem Video. Und dann gibt es manche Leute, ich weiß nicht, wer das ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Huch.
Eine Treppe? Ah, okay, von früher. Okay, cool. Da gibt es manche Leute, die wo einfach das Video mit einem Daumen nach unten bewerten. Auch wenn sie es noch gar nicht angeschaut haben. Weil, wenn ich jetzt nur 10 Sekunden anschaue vor dem Video, dann ist es kein Anschauen. Es wäre es gleich, wenn ich ins Kino gehe und einen Star Wars Film anschaue, den neuen. Boah, Diamant. Cool. Wenn ich den neuen Star Wars Film anschaue und nach 10 Sekunden ja, das Kino verlasse und dann sage, ja, okay, ich habe den Film angeschaut. Das ist ja Schwachsinn. Genauso schwachsinnig finde ich es, wenn ja manche YouTuber bei mir in die Kommentare schreiben, hey, ich lasse dir ein Like da und ein Abo und ja, dafür tust du meinen Channel auch abonnieren. Was habe ich davon, wenn ich seine Videos nicht anschauen will? Warum wäre ich jetzt gezwungen, dass ich irgendeinen Channel abonniere, wo ich überhaupt nichts davon habe? Was soll das? Also, ich verstehe es nicht. Genauso, wenn es irgendwie anderer Channel ist, also wenn es irgendein Minecraft-YouTuber, ein anderer Minecraft-YouTuber reinschreibt, okay, ich lasse ein Like da, tust mir auch abonnieren, okay, das verstehe ich ja noch. Aber wenn jetzt irgendjemand so Vlogs macht oder von privat irgendwas, wenn er auf der Straße unterwegs ist oder so, und dann soll ich den Channel abonnieren. Hä? Hallo? Geht's noch? Verstehe jetzt nicht. Mach ich auch nicht, dass ich bei JP Performance, das ist der von den PS-Profis, der hat auch einen eigenen YouTube-Channel, habe ich auch abonniert, weil er macht richtig gute Videos und erklärt auch viel über Autos und Kfz etc. und andere Sachen. Wenn ich da reinschreiben würde, hey JP, abonniere meinen Minecraft-Channel. Das ist ja genau das Gleiche. Was soll das? Denkt er sich. Ich? Minecraft? Hä? Okay, würde vielleicht noch Sinn machen, wenn jetzt irgendjemand, weiß nicht, Need for Speed spielt oder sowas und dann bei JP reinschreibt, ey, mach coole Autovideos über Computerspiel, lass mir auch ein Abo da. Okay, das könnt ihr gerade noch verstehen. Aber ansonsten einfach irgendein Video, also schon wieder kein Material mehr. Ja, gut. Schade. Was macht man jetzt? Ich könnte schon mal alles ausgraben. Hier am Rand, der kommt auch noch weg. Ja, das sammeln wir gar nicht mehr ein. Genau, die machen wir auch noch alle weg. Hier passt es eh schon. Hier passt auch nicht. Hier kommt dann ein Fenster rein. Huch. Ah, Ofen im Weg. Hier kommt auch noch mal so blocken. Ah, ich habe noch 13 von denen übrig. Wo habe ich die jetzt hier? Okay. Ofen stellen wir da hin. Okay, da kann ich jetzt nichts reinlegen. Das tun wir alles raus, was ich jetzt nicht brauche. Kohle bräuchte ich noch. Kohle. Habe ich es nicht dabei. Egal, tun wir das Eisenerz erstmal hier rein. Das brauche ich auch nicht mehr. Wo war es denn? Hier, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Genau. Dann können wir hier die Blöcke noch wegmachen am Rand. Denn es gehört ja auch noch zum Eingang dazu. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, YouTube-Videos. Ich finde es auch ein bisschen unverschämt, wenn man einfach in die Videos schreibt, boah, ich mag deine Videos überhaupt nicht und ich gebe da ein Dislike und so und das schreibt man fünfmal hintereinander rein. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso? Warum schaue ich dann das Video an, wenn ich es nicht mag? Verstehe es nicht. Ja, manche Sachen oder manche Menschen will ich auch nicht verstehen, denn
Manche haben, weiß ich, echt ein IQ wie 10 Meter Feldweg oder so. Ja, okay, das ist schon viel. Wie 5 Meter Feldweg, sagen wir so. Aber ich weiß nicht, wenn man irgendwie so dauernd Videos disliked, so wie in letzter Zeit, ein Video hat gleich 5 Dislikes, ein Like. Verstehe nicht. Und was ich nicht mal eine Wiedergabezeit von einer Minute oder so. Verstehe nicht. Aber wenn jetzt die Leute zufälligerweise das Video schauen, was ich jetzt nicht vermute, weil die schalten ja nach 10 Sekunden eh schon wieder weg, dann ihr könnt so viele Videos disliken, wie ihr wollt, und auch nicht die Videos anschauen. Bringt gar nichts, denn ich mache einfach weiter. Keine Chance. Da werdet ihr euch noch ins Bein beißen. So, Kürbislaterne haben wir einen übrig, okay. Genau. Cool, dann würde ich sagen, was ist für dieses Video? Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Like da lasst und vielleicht auch noch einen netten Kommentar oder sowas. So, hey Looprazer, danke für das coole Video oder so. Oder, ja, ihr müsst mich jetzt nicht unbedingt abonnieren, aber es wäre halt vorteilhaft, denn mit einem Abo bekommt ihr automatisch ja mitgeteilt, wenn jetzt ein neues Video online ist. Ich will es ja wirklich keiner dazu zwingen. Ja, ich würde sagen, war's für diese Folge. Und sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Also macht's gut, bis dann, ciao.